Grüß dich und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um unsichtbare Schraubverbindungen. Besser gesagt, wie du deine Schraube, deinen Schraubenkopf verschwinden lassen kannst. Und ich zeige dir ein paar Möglichkeiten und ich denke, die eine oder andere kennst du bestimmt, aber eine, die kennst du nicht, die habe ich nämlich noch nirgendwo gesehen. Noch nicht auf Instagram, auf TikTok, Facebook oder ich weiß nicht wo. Viel Spaß bei diesem Video. Die einfachste und schnellste Möglichkeit, so einen Schraubenkopf verschwinden zu lassen, ist diese hier. Ihr seht, der Schraubenkopf ist schön goldig und ihr nehmt jetzt einfach die Farbe von dem Holzton, in diesem Fall schwarz, und dann passt ihr die ganz einfach an. Das ist natürlich jetzt ein kleiner Scherz gewesen, geht aber in oder zur Not auch. Und der nächste Trick, den kennen wahrscheinlich alle von euch, man nimmt ein, wie soll ich das sagen, ein Undercover-Jig, ein Tool, eine Schablone, womit du quasi deine Bohrung schräg setzt, deine Schraube schräg setzt und von außen die Schraube gar nicht zu sehen ist. Ne? Und bei Bedarf kannst du natürlich die Bohrung hinten, die schräg angesetzt sind, mit einem Dübel ausgleichen und somit hast du dann auch eine schräge bzw. eine unsichtbare Holzverbindung erschaffen. Die nächste Variante ist, um diese beiden Hölzer beispielsweise zusammenzubringen, ganz einfach, wir nehmen solche Holzplättchen. Die bekommt ihr überall zu kaufen im Baumarkt, gibt es in unterschiedlichen Größen, beispielsweise in Zentimeter, in 20 mm, also 10, 20 mm, 15 mm und damit könnt ihr den Schraubenkopf auch abdecken. So, damit bohrt ihr dann mit einem Pfostenbohrer beispielsweise das Loch vor. Nehmt die Schraube, so zack, und dann nehmt ihr diesen Holznupsi, der hat auch einen bestimmten Begriff, der mir jetzt nicht einfällt. Das Wichtigste jetzt hierbei, wenn ihr Leim angegeben habt, dass ihr guckt, wie die Maserung verläuft, weil es macht ihr wenig Sinn, wenn ihr das Ganze quer reinklebt. Es sollte schon mit der Maserung vom Holz mitgehen und dann nehmt ihr euch einen Gummihammer. Und klopft das dann bündig. Es ist nicht ganz perfekt geworden, aber wie ihr sehen könnt, habt ihr den Schraubenkopf auch verdeckt. So, das ist jetzt die dritte Möglichkeit. Und ich muss mal ganz kurz überlegen. Es gibt noch eine Alternative. Und zwar nehmt ihr einfach einen 8er oder 10er Holzdübel. Da geht ihr auch wie folgt vor. Ihr nehmt ein, habe ich mir noch parat gelegt, einen Holzbohrer, in dem Falle ein 8er. Bohrt vor. So, dann nehmt ihr wieder euch eine Schraube. Zack, Holz hält fest. Dann nehmt ihr euch den 8er Holzdübel. Ordentlich Leim rauf. Im Idealfall wäre es natürlich so, wenn der Holzdübel das gleiche Material wäre wie das Holz. Reinschlagen. Dann nehmt ihr euch eine feine Dübelsäge. So schaut das Ganze dann aus. Passt natürlich jetzt nicht mit dem Holzton, aber so könnt ihr auch einen Schraubenkopf verschwinden lassen. Der nächste Schritt ist auch ganz einfach. Das haben die meisten zu Hause, etwas Schleifstaub und Sekundenkleber. Also, ganz einfach. Ihr geht wie folgt vor. Ich brauche eine Schraube. So. Dann hauen wir jetzt mal die Schraube hier rein. Meinetwegen machen wir die bündig oder schrauben noch einen kleinen Ticken rein, sodass die verschwindet. Und dann nehmen wir von unserem Schleifer, dann nehmen wir ein bisschen Schleifstaub, natürlich am besten Schleifstaub von der gleichen Holzart. Und dann nehmt ihr euch Sekundenkleber, ja. Gebt ein bisschen auf den Schraubenkopf rauf, schön voll. Dann nehmt ihr einen Spachtel, wenn ihr euch nicht einsaugen wollt, und bestreicht quasi das Schraubenloch mit dem Holzstaub. Das Ganze sieht dann ein bisschen aus wie so ein Ast,
aber hat die gleiche Wirkung wie so ein Dübel, ne? Also ihr könnt das so machen oder so, so wie ihr möchtet. Eine Alternative wäre natürlich jetzt, dass ihr beispielsweise nochmal Holzleim nimmt, aber das kennt eigentlich jeder, der so ein bisschen in der Holzrichtung arbeitet. Ihr nehmt euch Holzleim, ein bisschen Schleifstaub und das Ganze härtet auch nicht so schnell aus. Und dann mixt ihr euch quasi selber euren Spachtel zurecht. Und damit könnt ihr dann mit dieser Pampe oder mit diesem Holzspachtel könnt ihr dann auch problemlos solche Sachen dann zuspachteln. Ihr müsst natürlich so ein bisschen warten, bis das dann getrocknet ist. Und dann schleift ihr es einmal über und dann ist das Ganze auch zu, beziehungsweise der Schraubenkopf unsichtbar. Für den nächsten Trick brauchen wir ein scharfes Stecheisen und das kennt auch wahrscheinlich der ein oder andere. Und meine sind ziemlich stumpf, aber das hier dürfte gehen. Und zwar folgendes, Stecheisen und Hammer. So, dann geht ihr bei und ihr gebt den Holzmann ordentlich einen Schlag. Und spaltet es quasi auf, biegt es vorsichtig hoch. So, und dann nehmt ihr euch wieder eine Schraube, schraubt das Ganze fest, gebt Leim an, verteilt das Ganze ein bisschen mit dem Finger und dann schraubt ihr das Ganze mit einer Schraubzwinge fest. Lass das Ganze kurz trocken und in der Zwischenzeit zeige ich dir nochmal einen anderen Trick. Für den nächsten, die Kamerafrau, hier Steffi, lacht mich schon wieder aus, ne? Für den nächsten Trick brauchen wir vielleicht eine größere Schraube. Eigentlich geht es auch mit einer kleinen, aber ich möchte euch das ein bisschen besser zeigen. Nehmen wir mal diese hier. So, pass mal auf. Also, und zwar habe ich diesen Trick erfunden. Wir schrauben unsere Schraube rein, zack, und lassen die ungefähr einen Zentimeter rausgucken. Dann nehmen wir uns einen Winkelschleifer. Und darauf solltet ihr natürlich achten, dass ihr das Holz nicht wie ich jetzt hier beschädigt. Das ist natürlich nicht so schön, aber wir schleifen gleich auch noch ein bisschen. Dann nehmen wir uns hier einen Treiber. Ein Treiber ist das hier, ne? Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Gibt es in unterschiedlichen Durchmessern. Wir nehmen jetzt hier den zweiten. Nehmen einen Hammer. Wo ist er? Und dann treiben wir einfach den Gewindegang der Schraube rein ins Holz. Ungefähr so einen halben Millimeter reicht schon aus, dass wir dann ein bisschen haben für unser Holz-Leimspachtel und füllen das Loch quasi aus, lassen das Ganze trocknen und schleifen das dann auch gleich über. In der Zwischenzeit gucken wir uns diese Verbindung hier an. Und zwar müsste das Holz wieder sich verbunden haben. Ihr seht hier wunderbar, man sieht hier fast gar nichts. Jetzt schleifen wir das nochmal schnell über. Und jetzt könnt ihr sehen, man sieht fast gar nichts. Natürlich sieht man jetzt hier einen kleinen Schlitz, aber das sieht halt aus wie Leimholz. Ne? Oder was sagst du, Kamerafrau? Ja, super. Und so sieht dann der geschliffene Zustand aus. Ihr seht jetzt, wir haben jetzt ein bisschen Leim, also Holzspachtelleim, den ich euch vorhin gezeigt habe. Und der setzt sich natürlich jetzt ein bisschen dunkel ab. Das liegt einfach daran, weil der Leim noch nicht ausgetrocknet ist, vollständig. Ansonsten wird das noch einen kleinen Ticken heller. Und im Vergleich zu einem anderen Schraubenkopf, ist es eine Variante, die auch geht. Und die habe ich quasi jetzt selber erfunden. Ich habe ein Patent drauf angemeldet, Frau Dieke. Nee, habe ich nicht. Aber ich finde, das ist eine Variante, die kann man auch mal wählen. Ne? Oder was meinst du? Vielleicht kennst du ja eine Verbindung oder beziehungsweise eine Art, wie man Schraubenköpfe verstecken oder verschwinden lassen kann. Dann lass doch mal bitte einen Kommentar da. Ansonsten hoffe ich, dir hat dieses Video gefallen. Würde mich über einen Handwerker-Daumen nach oben freuen. Und wenn du kein Video verpassen willst von dieser Werkstatt hier, das ist unsere neue Werkstatt. Schwenk mal kurz rüber. Das ist Steffi, ihre Ecke. Da gibt es zukünftig auch bald neue Videos. Und das ist meine Ecke hier. So, wenn du schon ein paar Videos verpassen haben solltest, dann werde ich hier unten nochmal alle verlinken. Und du wirst natürlich auch nochmal alle Tools, die ich jetzt verwendet habe oder auch in den neuen Videos oder alten Videos, findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und ich freue mich. Wird eine geile Zeit hier, glaube ich. Ciao.